Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen gerne die Abtretung erklären. Der Fachbegriff dafür ist Zession. Das ist eine der Kreditsicherheiten und eine sehr, sehr gängige Kreditsicherheit, weil man die auch in fast jedem Kreditvertrag findet. Das heißt also, wenn man in eine Bank geht, als Privatperson beispielsweise, und dort einen Kredit aufnimmt, dann ist fast immer dort formularmäßig irgendwo im Kleingedruckten auch die Gehaltsabtretung mit dabei. Und das gucken wir uns in diesem Video jetzt einfach mal ein bisschen an, wie das funktioniert. Wir haben folgende Situation bei der Abtretung oder auch Zession. Wir haben den Kunden, der geht wie gesagt zur Bank und beantragt dort einen Kredit. Dort ist also ein Kreditverhältnis. Und formularmäßig wird eben dann auch immer automatisch eine Gehaltsabtretung unterschrieben. Was bedeutet das jetzt konkret? Wenn wir uns die Vertragsverhältnisse angucken, dann besteht natürlich zwischen der Bank und dem Kunden hier ein Kreditvertrag. Das schreibe ich einfach mal ganz kurz darüber, Kredit. Und in diesem Kreditvertrag unterschreibt der Kunde eine Gehaltsabtretung. Der Kunde hat jeden Monat seinem Arbeitgeber gegenüber eine Forderung, nämlich eine Gehaltsforderung. Jeden Monat automatisch überweist der Arbeitgeber an seinen Arbeitnehmer hier das Gehalt. Diese Forderung, die der Arbeitnehmer, der Bankkunde hat, die tritt er jetzt an die Bank ab. Was heißt das konkret? Das bedeutet, wir haben hier eine Forderung und diese Forderung wird jetzt an die Bank übertragen. Hier findet, so ist es auch im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB geregelt, hier findet ein sogenannter Forderungsübergang statt. Das heißt, nicht mehr der Kunde, nicht mehr der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber gegenüber die Forderung, sondern die Bank. Die Forderung ist hier übertragen worden, das Forderungsrecht, und die Bank hat jetzt hier die Forderung. Der Arbeitgeber erfährt nichts davon, weil das ist eine sogenannte stille Abtretung oder auch stille Zession genannt. Es wird also kein Schreiben von der Bank an den Arbeitgeber gehen, dass hier eine Abtretung stattgefunden hat, sondern das ist nur etwas, was zwischen Kunde und Bank stattgefunden hat. Der Arbeitgeber ist da zunächst erstmal außen vor, zumindest solange der Kunde die monatlichen Kreditraten bezahlt. Erst wenn er dem nicht mehr nachkommt, dann wird natürlich die Bank irgendwann, das muss auch vorher angedroht werden, dann wird die Bank tätig und wird auch den Arbeitgeber hier anschreiben und ihn auffordern, ab sofort zumindest einen Teil seines Gehaltes an die Bank zu überweisen. Es ist auch nicht das komplette Gehalt, da gibt es Pfändungstabellen für. Das ist der sogenannte pfändbare Betrag, der dann dort nur übertragen wird. Da hat aber die Bank dann entsprechend das Forderungsrecht, weil sie ist ja der Gläubiger geworden durch diesen Forderungsübergang, der hier stattgefunden hat. Ganz kurz noch, weil das ja auch eine Prüfungsvorbereitung durchaus für den einen oder anderen sein soll, zu den Fachbegriffen. Die drei Beteiligten haben auch entsprechende Fachbegriffe. Der Kunde, das ist der sogenannte Zedent. Die Bank, das ist der Zessionar. Und für den Arbeitgeber, da gibt es kein Fremdwort, das ist der Drittschuldner. In diesem Zusammenhang noch eine kleine Eselsbrücke, damit Sie Zedent und Zessionar besser auseinanderhalten können. Bank. Gibt es ja zum Beispiel Sparkassen und die Sparkassen haben ja zweimal den Buchstaben S im Namen mit drin. Und beim Wort Zessionar steckt auch das doppelte S mit drin. Das ist zumindest mal meine kleine Eselsbrücke, um hier Zessionar und Zedent auseinanderzuhalten. Also Zessionar ist die Bank, Zedent ist der Kunde und okay, Drittschuldner, Arbeitgeber, das kriegt man, glaube ich, gemerkt. Das ist an einem kleinen Beispiel, nämlich an einem Beispiel der Gehaltsabtretung, hier mal kurz die Zession, die Abtretung genannt oder erklärt. Gucken Sie sich ruhig die weiteren Videos an. Dort werde ich auch nochmal versuchen, immer mit kleinen, einfachen Beispielen hier entsprechend die Kreditsicherheiten Ihnen zu erklären und dass es für Sie leichter verständlich ist. Okay, dann vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder und ich sage erstmal Tschüss.